Leute, ich begrüße euch zu Part 9 meines Fallout 4 Let's Plays. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Im letzten Teil habe ich hier aufgehört, die Stadt zu durchsuchen und ich bin echt gespannt, was ich noch alles finde. Deswegen gehe ich auch gleich mal weiter. Da ist mein nächstes Ziel. Jetzt hier lang. Ah, da. Das ist ja wieder das Museum. Ja, aber was gibt's jetzt hier? Immer mit der Ruhe, Mama. Alles okay? Alles gut, Preston. Mach keinen Aufstand. Na, was gibt's? Hallo. Das war wirklich erstaunlich. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Das beruht auf Gegenseitigkeit, Preston. Man kann nie genug Freunde haben. Nicht im Kampf. Also, als wir uns trafen, hast du gesagt, du würdest gerne helfen. Das hast du getan und wir verdanken dir unser Leben. Hier, es ist nicht viel, aber die beste Art, um dir zu danken. Fusionszelle hinzugefügt. Nicht wegen Geld geholfen. Ich möchte einfach mal nett sein. Ich habe es nicht für das Geld getan. Hey, tut mir leid. Ich bin es gewohnt, dass jeder nur an sich denkt. Du erinnerst mich an meine Freunde, die anderen Minutemen, die ihr Leben für etwas gelassen haben, das größer ist als sie selbst. Du solltest mit nach Sanctuary kommen. Wir könnten deine Hilfe brauchen. Geht zu Preston Garvey in Sanctuary. Ja. Okay, Garvey. Ich bin dabei. Oh, wunderbar. Aber du suchst noch mehr, nicht wahr? Ich habe es gesehen. Das Loch in deinem Herzen. Ja, aber du hast ja auch ein drittes Auge. Rede weiter. Hilf mir bitte. Was mache ich? Hilf mir bitte. Sag es mir bitte. Ich muss es wissen. Du bist eine Frau ohne Zeit. Ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Was? Die weiß davon? Wo ist der? Ich höre zu, Gott sei Dank. Ich höre zu. Ich bin ganz Ohr. Also, Kind, ich weiß, wie das klingt. Das dritte Auge ist seltsam. Und es sieht nicht immer klar. Aber dein Sohn ist da draußen. Und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Das große grüne Juwel des Commonwealth. Diamond City. Die größte Siedlung in der Gegend. Gib dich nach Diamond City. Ich frage jetzt einfach nochmal nach Diamond City. Ist Sean dort? Also, Kind, ich bin müde. Wenn du mir später ein paar Camps bringst, wird das dritte Auge vielleicht klarer sehen. Nein, Mama Murphy, wir haben doch darüber gesprochen. Dieser Mist bringt dich noch um. Sei still, Preston. Irgendwann sterben wir alle. Wir brauchen das dritte Auge. Und unsere neue Freundin hier wird es auch brauchen. Also legen wir los. Sanctuary wartet. Also Leute, dank unserer neuen Bekanntschaft hier ist es sicher rauszugehen. Wir machen uns auf zu dem Ort, von dem Mama Murphy erzählt hat. Sanctuary. Es ist nicht weit. Sie hat davon erzählt? Du meinst, sie hatte eine ihrer Visionen, als sie total zugedröhnt war. Und jetzt sollen wir uns wieder auf so ein sinnloses Unterfangen einlassen, weil Mama Murphy es gesehen hat? Schlimmer als das hier kann es wohl kaum. Wartet, entspannt euch alle mal. Wir stecken da alle gemeinsam drin, oder? Also Marcy, hast du eine bessere Idee, was wir jetzt tun sollen? Irgendjemand? Also gut, Sanctuary. Hoffentlich finden wir dort unsere Zuflucht. Los, June, wir müssen gehen. Okay. Gehe ich jetzt mit denen mit oder gehe ich zu dem Juwel? Keine Ahnung. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal mit dem mit. Kommst du mit uns nach Sanctuary? Ja, ich komme mit. Vergiss nicht, welchen Preis wir gezahlt haben, um so weit zu kommen. Machen wir uns auf den Weg. Ich bin vorne. Bleib dicht zusammen. Wir sind direkt hinter dir, Boss.
Kannst du auch ein bisschen schneller gehen? Ich kann immer noch nicht glauben, dass du das Ding erledigt hast. Tja, ich bin halt ein Monsterkiller. Das kann ich. Ich glaube, das ist auch das Einzige, was ich in dem Spiel kann. Ja, wo willst du hin, Hundchen? Hm? Bleib hier. Oh, seid ihr langsam, Leute. Jetzt mal hopp hopp. Bin ich hier nicht hergekommen ursprünglich? Kann ich behaupten, dass ich diesen Eiterpickel am Arsch des Commonwealths vermissen werde? Falls du von hier kommst, das war nicht böse gemeint. Nö, war ganz nett gemeint. Ich verstehe das schon. Wo gehen wir hin, Marcy? Keine Sorge, June. Bleib einfach bei mir. Jeder kommt zu sitzen. Oh Gott. Gut, Käferjungtier. Das ist ja ein ekliges Viech, ey. Das ist ja riesig. Ach, voll die riesen Mücke ist das. Dass hier noch mehr von dem Zeug kommt. Oh, hier liegt ein zweiköpfiges Rind. Ach du Scheiße. Bitte, geh doch bitte ein bisschen schneller. Sieh mal einer an. Ich glaube, ich habe gerade mein neues Feriendomizil entdeckt. Deine Vorstellung vom Paradies, was, Sturges? Könnte gutes Zeug drin sein. Aber gehen wir zuerst nach Sanctuary. Ich glaube, es ist nicht mehr weit. Ach, die sind da hinten. Aber hier war doch eine Werkstatt. Kommt der jetzt noch mit? Ich in Sanctuary, hier bin ich ja ursprünglich hergekommen. Ich glaube, das Symbol ist für die Werkbank, oder? Ich gehe da jetzt einfach gucken. Die Typen werden schon kommen. Nee. Wo führt's mich denn jetzt hin? Aufgepasst. Ach, jetzt habe ich den Hund wieder angesprochen. Hä, wo laufe ich denn hin? Das kann doch nicht richtig sein hier. Da hoch? Muss ich da hoch? Nee, ich muss da nicht hoch.
Ja, doch. Ich habe keine Ahnung. Es war doch mal an der Werkbank. Aber ich weiß nicht. Nee, also das ist total falsch. Hier bin ich falsch. Ich muss zurück. Und die Ausdauer, die Ausdauer. Ich habe ständig Probleme mit der Ausdauer. Schnief, Schnauf. Oh Mann. Das ist ja schlimmer als ich im Real Life. Schnief, Schnauf. Schnief, Schnauf. Was sind jetzt die Leute? Die nähern sich mir. Schnief, Schnauf, Schnauf. Na, seid ihr auch schon da? Ich bin froh, dass du beschlossen hast, mit uns zu kommen. Ich hätte gleich auf Mama Murphy hören sollen. Sie hat uns ein recht nettes Plätzchen gefunden. Ich glaube, wir könnten uns hier niederlassen. Es zu einem Ort machen, der den Namen Zuhause verdient hat. Was meinst du? Ich habe hier gelebt. Ja, ich habe gerne hier gewohnt. Vor dem Krieg. Was meinst du damit? Vor welchem Krieg? Willst du sagen? Vor 200 Jahren? Ich habe hier gelebt. Vor über 200 Jahren. Ich war die meiste Zeit eingefroren oder so. Ich bin erst vor kurzem wieder aufgewacht. Mann, wie einer dieser alten Vorkriegsghule. Du sagst, du warst eingefroren. Hat es sonst noch jemand mit dir rausgeschafft? Baby? Mein Sohn? Unsicher, Baby. Ich weiß nicht, mein Sohn? Nur mein Sohn. Irgendjemand hat ihn entführt, während ich noch festsaß. Seitdem versuche ich, ihn zu finden. Scheiße. Tut mir leid. Ich hoffe, du findest ihn. Lass es mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Naja, ich bin froh, dass du hier bist. Und ich möchte dich um noch einen Gefallen bitten. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die Hilfe braucht. Sie hoffen, dass die Minutemen noch irgendwo da draußen sind. Die einzige Möglichkeit, die Minutemen wieder aufzubauen, ist, den Leuten zu zeigen, dass sie sich auf uns verlassen können, wenn sie uns brauchen. Das Problem ist nur, dass ich zu viel zu tun habe. Meinst du, du könntest der Siedlung helfen? Nein. Ich kann im Moment gerade nicht helfen. Wie du meinst. Ich hoffe, du überlegst es dir noch. Kann ich mir jetzt auch ein anderes Ziel hier eigentlich festlegen? Lass mal auf die Karte gucken. Das habe ich hier. So eine lokale Karte. Oh ne, hier sehe ich ja gar nicht durch. Weltkarte. Ach, hier sehe ich nämlich... Ach, hier ist der Wald, okay. Gehe zu Preston Garvey. Was gibt's hier noch? Concord Museum. Dickicht-Ausgrabung. Ich hasse nichts mehr als Raider-Drecksäcke. Wenn du welche siehst, leg sie für mich um. Ja, klar, das mache ich. Mach ich. Ach, hier ist Powerrüstung. Da habe ich sie gelassen, klar. Ein Radio brauche ich nicht. Die Karte. Gibt es hier noch irgendwas auf der Karte? Aufgaben. Werkstätten. Hier. Red Rocket Sanctuary Hills. Muss ja irgendwo hier sein. Die ist doch hier in der Nähe. Ach, da habt ihr euch niedergelassen. Ach, hier ist ja auch die Werkstatt. Waffenwerkbank. Willkommen im Nirgendwo. Und Werkstatt. Diese jämmerliche Gruppe. Jetzt einfach mal Transfer. Und gesamten Schrott lagern. Jetzt bin ich meinen Schrott nämlich los. Was ist hier bei Spieler? So. Werkstatt.
Alles nehmen brauche ich nicht. Ich verlasse das jetzt mal. Waffenwerkbank. Jetzt kann ich hier irgendwas herstellen. Aktuelle Mod. Standardverschluss. Kurzer Lauf. Standardgriff. Kann ich... Ich versuche jetzt einfach mal mit meiner Pistole. Die kann ich modifizieren. So. Was kann ich da alles machen? Standardverschluss, Standardgriff. Aber brauche ich eigentlich noch gar nicht. Ich gehe jetzt mal wieder zurück. Also hier Station verlassen. Also hier kann ich meine Waffen modifizieren. In die Werkbank habe ich jetzt alles eingeladen. Jetzt gucke ich noch mal. Was macht denn der da? Gucke ich noch mal, ob ich irgendwas hier noch auswählen kann. Hier die Werkstätten, Statistiken. Ja, jetzt bin ich so auf die Karte gegangen. Entdeckte Orte 8, abgeschlossene Dungeons 1. Vergangene Tage 2 Stunden geschlafen. Nö, ich brauche keinen Schlaf. Auch Kronkorken. Gesammelter Schrott, geplünderte Kisten. Erfüllte Quest, Kampf, Herstellung, Verbrechen. Meine Aufgaben. Gib dich nach Diamond City. Auf Karte zeigen. Kann ich das jetzt irgendwie auswählen? Nee, das geht nicht. Wird mir das hier unten irgendwie angezeigt? Das ist Diamond City. Müssen hier bei Objekte steuern. Jetzt da drin? Ist es das? Nee, das sind doch die Leute. Oder? Oh, war ja. Ich weiß es doch schon wieder nicht. Na, das ist doch der Typ. Zu dem will ich aber nicht. Und da ist auch noch ein... Oh, habe ich nur unten hier auf das Ding geguckt. Und jetzt wäre ich noch fast ins Wasser gerannt. Ich schniefe mich zum nächsten Ziel und weiß auch gar nicht, ob ich richtig bin. Oder ist es das wieder das Museum? Da sind die Leute, das weiß ich. Oh, ich muss jetzt doch nochmal hier reingucken. Werkstätten, Aufgaben. Das ist ja jetzt meine Aufgabe. Die habe ich doch ausgewählt. Lass mir das doch nochmal auf der Karte anzeigen. Quest. Zusammenfassung zeigen. Das ist die größte City. Ich gehe jetzt da einfach hin. Ich gehe da jetzt hin. Oder ist es das da? Ich weiß es nicht. Da
hinten ist der Kirchturm, da war ich ja schon. Und ich habe keine Ausdauer. Aber ich glaube, ich schnaufe jetzt hier nicht weiter. Ich mache jetzt erstmal Schluss an dieser Stelle. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal.